sagt mir, dass der Mann, wo sagt man, der Toos, hat er was gemacht, der hat er was gemacht, der hat er die schießt Maske da ab, da. Ei. Ja. Quarantäne oder wie das heißt. Ich bin ja da schon gleich mal von meinem Geschäftshaus zu dieser Quarantäne verdonnert worden. Ja, weil so eine Wackis da bei uns im Geschäft, also ein Elsässer, ein bisschen umgeköstet hat, ne? Und ein Kratzen im Hals simuliert hat. Ja, also da gleich mal so 10 Tage im Lagerkoller auf 3 Stockwerke. Die erste Nacht, die war ja gut so. Die war gut. Ich habe gelaufen, ich sage gut. Ich habe geträumt, ich wäre unverheiratet gewesen. Ha! So frei und ohne Zwang von so oben herab. Ne? Ich sag euch, so gut habe ich die letzten Jahre nicht mehr gelaufen. Nach dem dritten, vierten Tag denke ich mir so, lügst mal ins Internet. Ja, das war da der Schwarze Freitag da, ja, der Black Friday, weißt du, wo alles billig ist, noch billiger und nochmal billiger gemacht, ne? Da habe ich mir da in dem Amazon, so eine Alexandra, Alex, Alexa bestellt, Alexa. Oh je, ich sag euch, meine Frau hat rumgesponnen. Für was brauchen wir so etwas? So Mist kaufen? Die Alexa kontrolliert uns nur und hört alles mit, was wir da zusammen schwätzen da drinnen. Ich habe gesagt, die hört mindestens auf mich, wenn ich was sage. Alexa, aus! Und so ist still in der Küche. Ach was, die hört doch nicht mit, sage ich. Was soll die da mithören? Und wenn interessiert es, was wir da miteinander umstreiten da drinnen? Lütze! Gesundheit, René! Quarantäne. Ich sag da zu meiner Frau, los Liesl, unsere Mülltonne ist das Jahr mehr draußen gewesen, wie ich selber. Risikogruppe über 60-Jährige. Risikogruppe über 60-Jährige. Es heisst doch, die heutigen 60-Jährigen sind die heutigen 50-Jährigen. Aber da davon merke ich nicht. Besonders am Morgen, wenn ich aufstand. Hey, ich sag das. Hey, da knackt's und da knackt's. Manchmal denke ich so für mich, wenn ich gewusst hätte, wie sich mein Leben entwickelt, wäre ich im Sandkasten sitzen geblieben. Quarantäne. Hey, da kommen dir Gedanken. Wenn du den ganzen Tag da daheim rumhockst. Einen Tag habe ich für mich so fachgesimpelt. So wie zum Beispiel, wieso gibt es im Flugzeugklo kein Fenster? Wer sollte da wo sie hineinlegen? Ja, oder wenn sich ein Forscher, so ein Wissenschaftler, sich ein Weckli belegt, oder? Ist es dann wissenschaftlich belegt? Heißen Teigwaren, weil sie wohl Teigwaren? Alles so safe kommt einem in den Sinn. Aber gestern Nacht bin ich um 3:30 noch in die Küche runter. Da hat mich ein Tafel Schoki überfallen. Der habe ich gerade 2-3 Rippli gebrochen. Ja, ich sage immer, die inneren Werte müssen stimmen. Zuckerwerte, Leberwerte und natürlich Blödwerte. Quarantäne, da findest du Sachen unglaublich. Ich habe mich noch gewundert, wieso dass wir im November im Kuchenkasten schon eine Christstollen haben. Dann schaue ich, pack's aus. Jetzt ist das ein Brot vom ersten Lockdown im März 2020. Ja, was da in der Zeitung lese ich da. Lockdown. Homeoffice. Alles amerikanisch. Lockdown ist abfahren. Fertig. Zu machen. Abfahren. Bis alles dunkel ist. Auch die Wirtschaft. Homeoffice ist Heimarbeit. Das hat mein Mörder schon gemacht. Ja. Schübelsäckchen zusammengestellt für die Fitra. Na ja, Homeoffice. Homeoffice. Unser Briefträger, oder? Der Herberto,
Der ist sogar im Homeoffice. Aber ich muss sagen, der kommt jetzt sicher ja, seit 3 Wochen nicht mehr. Ja. Aber ruft jeden Morgen um 10:30 Uhr an und liest uns unsere tägliche Post vor. Quarantäne. Zum Schluss habe ich noch Ärger gekriegt mit meiner Frau. Sie meint, sie will einen Mann, der loyal ist, immer treu, geduldig, aufmerksam, nicht nachtragend, selbstbewusst und vor allen Dingen ein guter Zuhörer muss er sein. Meine Antwort war da ganz kurz. Such der Hund. Okay. Ja, das Liesle, meine Frau. Was sagt sie? Du hast das Jahr die ganze Weihnachtsbrötle allein gegessen. Kein einziges habe ich genommen. Ich sage zu ihr, du hast das Jahr nicht verpasst. Deine Weihnachtsbrötle, die waren das Jahr trocken. Leicht bitter, hart wie die Sau und überall hat es den Zucker drin gefehlt. Was hast du denn das Jahr gemacht? Nichts, sagt sie. Apropos Hund, ich habe die Weihnachtsbrötle selber gemacht. Die sind das Jahr vom Fressnapf in Binsen gesehen. Willeri!